Also ich finde, Geburtstage sind echt eine feine Sache, muss ich sagen. Meistens jedenfalls. Und Geburtstage im Laden sind was ganz Besonderes. Diejenigen, die dann an dem Tag da sind, versammeln sich alle, meistens vor dem Sofa am großen Tisch. Man bekommt ein Geburtstagsständchen gesungen und da liegen dann Geschenke auf dem Tisch und die darf man dann natürlich auspacken. Vielleicht war die eine oder der andere von Ihnen schon mal da und hat es miterlebt. So bin ich nämlich zu meinem zweiten Buch gekommen, des heutigen Abends, Wanderlust Alpen, die schönsten Wanderwege der Alpen, im Verlag Die Gestalten in Berlin erschienen, herausgegeben von Robert Klanten und Alex Rohde in der Übersetzung von In Other Words. Ja, und meine lieben Kolleginnen und Kollegen haben mir dieses tolle Buch dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und das verging wirklich, und das ist jetzt nicht übertrieben, nicht eine Woche, und das war jetzt seit, also dieses Jahr im September, in der ich dieses Buch nicht mindestens einmal in die Hand genommen habe, da drin geblättert oder gelesen habe. Das ist fantastisch. Der Bildband zeigt uns die schönsten Wanderwege der Alpen in Frankreich, der Schweiz, Österreich, Italien und Slowenien. Was ich daran so toll finde, natürlich hat es atemberaubende Bilder und Fotografien, fantastische Panoramaansichten. Es enthält eine Mischung aus Gipfeltouren, Tagesausflügen, Langstrecken und Höhentouren. Es ist für jeden was dabei, entweder für den erprobten Höhenwanderer oder die Tagesausflüglerin. Anhand von illustrierten Karten kann man sehen, wo die Route entlang führt. Ich versuche jetzt mal, das Buch aufzuschlagen und etwas zu zeigen. Aber es liegt ja auch noch einmal hinten dann auf dem Büchertisch aus und man kann reinschauen. Also hier auf der Seite sieht man, dass die Tour immer noch mal zeigt, wo im Land man sich eigentlich befindet und wo sie entlang führt. Und neben den ausführlichen Tourenbeschreibungen, die noch mal so richtig tief reingehen, gibt es auch noch Überblickseiten. Die sieht man hier drüben mit kleinen Illustrationen. Und hier kriegt man dann nochmal so ein paar Basisinformationen zur Ausrüstung, zu der Unterkunft, wann man die Tour am besten machen sollte oder wann man sie auch nicht machen sollte. Und ich zeige jetzt einfach mal noch ein paar Bilder, damit Sie einen Eindruck kriegen. Ja, genau. Ah. Einmal alle. Oh. Ah. Nein, also, genau. Also es ist einfach toll. Ich habe mich daran total verliebt. Dass es dann irgendwie für die Tour selber, die man sich da vielleicht ausgesucht hat und geplant hat, nochmal einen anderen Bergführer braucht, ist eh klar. Niemand nimmt jetzt so ein schweres Buch mit auf die Tour. Aber eben für das Planen und das Schwelgen vorab. Es ist einfach perfekt, ja. Also mein Sehnsuchtsort sind die Berge, vor allem die Alpen. Und da man jetzt von Hanau aus nicht mal eben so einfach schnell dahin fahren kann, ist es zum Träumen einfach genau das Richtige. Es ist eine große Empfehlung für alle, die die Bergluft lieben, für Gipfelstürmerinnen. Es ist perfekt zum Verschenken, aber auch zum sich selbst schenken. Es ist einfach ein Buch, was mich unheimlich beglückt und der Name ist auch Programm. Also es macht Lust zu wandern. Man möchte seinen Rucksack nehmen und einfach losziehen und deswegen lege ich es Ihnen sehr ans Herz.